Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier wieder im Thief Simulator. Ich grüße euch. Moin. So, wir machen weiter nach dem wundervollen Wochenende, was wir jetzt im Real Life in dem Falle hatten. Danke für die Kommentare. Da habe ich nämlich wieder ein bisschen was gelernt, diesbezüglich hier des Autos. Und gut, in der Tat macht ein bisschen mehr Sinn, wie ich es am Anfang erwartet hatte. Aber gut. Ich habe hier dieses Gesamtwertteil nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Manchmal ist das UI, man könnte sagen, ey, das UI ist doch übelst übersichtlich, ja, ja. Aber, nee, gar nicht mitbekommen. Und dann ergibt es natürlich durchaus Sinn, dass wir hier alles erst verkaufen müssen, beziehungsweise ausbauen müssen, bevor das Ganze so funktioniert, wie es halt dementsprechend funktioniert, ne. Aber von daher, ja, macht Sinn. Das werden wir jetzt einmal noch machen. Hubala, hier noch ein bisschen in der. Hä? War nicht gerade hier noch die Dings dran? Na gut, ist so offiziell. Aber inoffiziell scheinbar nicht. Na gut, dann machen wir das Ganze jetzt hier noch ab. Wir haben jetzt noch hier Aufträge, die wir noch erfüllen müssen. So als Zwischendurch-Geschichte, ne? Die ignorieren wir jetzt aber erstmal. Dass wir jetzt hier erstmal das Ding hier wegkriegen. Sehr schön. Na, hier. Sehr schön. Ich glaube, hier kommen wir nur von oben irgendwie ran. Müssen wir mal schauen, wie das wird. Aber erstmal bauen wir hier die Räder ab. Dann den Block. Wunderbar. So, hier komme ich jetzt so nicht ran, weil wir eventuell von unten ran müssen. Schauen wir mal. Ja. Sehr schön. Gut, die Batterie jetzt von unten weiß ich jetzt nicht. Aber okay. Und dann haben wir ja vorne am Motorblock auch noch. Aber da kommen wir hier unten nicht dran. Da müssen wir nach oben. Aber wir haben auf jeden Fall den Wert hier fast ausradiert. Was schon mal sehr, sehr schön ist. 500 noch. W100 noch. Und 0. Wunderbar. Jetzt ist alles ausgebaut. Am Kfz-ler. Was sehr, sehr schön ist. Das heißt, wenn ich... Ich laufe immer komplett falsch hier. Das heißt, wenn ich jetzt theoretisch gesehen mich hier im Darknet das mir mal angucke, aber der Mobilzulieferer... Ach, gucke an. Ja. Gucke an, gucke an, gucke an. Schau an, schau an. So funktioniert's. Okay, und die Karosserie kann ich jetzt am diesen Fahrgedöns da verkaufen. Und diesen Fahrdienst. Da fahren wir da mal hin. Und schauen uns das Ganze mal an. Weil das Auto steht jetzt bei uns in der Garage, aber wir können es ja jetzt auch so in dem Fall nicht mehr bewegen. Moin. Hello, mate. Ah ja, da habe ich ja eine Autobatterie. Die könnte ich verkaufen. Sieht gut aus. Dann habe ich generell das Auto. Das bringt uns noch 1000 in dem Fall. Cool. Aber kann ich nicht, weil ist ein Story-Element. Okay. Und ansonsten habe ich hier nichts weiter. Okay. Nein, danke. Okay. Möchte er dementsprechend also noch gar nicht. Goodbye, mate. Jojo, goodbye, goodbye. Na, gucke an. Wir kommen aber, kommen wir hier irgendwie auf das Gelände? Ach, hier for sale. Hier ist auch nochmal so eine Art Werkstatt, ne? Oder irgendwie sowas in der Art. Habe ich mich hier noch nie wirklich umgeguckt. Ist hier irgendwas? Bring it on. Ach, hier kann ich dann meine Karre tunen. Ich habe mich schon immer gefragt, wo? Motorleistung 1 von 5. Reifentraktion 1 von 3. Bremsen 1 von 4. Okay. Aha. Kann ich einfärben? Mhm. Wow. Boah. E-Ranger. 380 PS. Cool, cool, cool. Dann könnte ich das hier upgraden, wenn ich das denn hätte wollen würden. Verstehe, verstehe. Ah, dann kann ich das hier einschalten. Ah ja. Naja, cool. Und das hier ist for sale. 25.000. Genießen mit diesem Muscle Car einen Geschwindigkeitsluxus.
und dem Mangel an Stauraum für schwere Geräte. Ja, das ist nämlich genau das Problem. Cooles Auto, schnelles Auto, aber im Vergleich zu dem Pickup ist es natürlich für einen Eimer. Ja, jetzt haben wir den hier umlackiert. Freut mir. Cool, also. Dann gehen wir mal zurück zum Versteck. Und werden... Mal gucken, Thema auftragstechnisch gesehen. Also wir haben jetzt hier öffnen noch 21 Schlösser, das sind aber glaube nicht die Aufträge, die die haben wollen. Das ist ja hier Hell Neighbor. Kicke die Wache um zum Beispiel, haben wir hier an der Baustelle 101. Eine Notiz an Fleck anlegen, fotografieren die innere Sicherheitszelle. Ja, ansonsten 107, 111, 106, 201, das sind dann glaube ich die neuen Geschichten, ne? Aber das macht natürlich immer ein bisschen Lärm. Fütterer den Hund mit etwas Fleisch, sieht eigentlich ganz gut aus, in der, obwohl das ist auch 207. Also das kann man hier erstmal akzeptieren. Den kann ich einfach umkicken, fertig aus. In der 112 eine Notiz an den Fleck legen. Ich glaube, das kriegen wir auch hin. Da hätten wir schon mal 2 und ich glaube 3 habe ich schon. Ne, wunderbar. Dann müssen wir nämlich ja gar nicht mehr so viel machen. Dann gehen wir einmal in die Mason Street rein. Machen wir das mal fix und gut ist. Ich weiß jetzt nicht, ob in der 100 die Wache bewaffnet ist oder irgendwie so. Machen wir mal gucken. Aber selbst das kriegen wir dann, denke ich mal, irgendwie schon gehandelt. Ich bräuchte auf jeden Fall... eine halbe Fluchtmöglichkeit, weil die Cops werden natürlich relativ schnell kommen. Aber schauen wir mal, Parkplätze sind ja hier theoretisch gesehen überall da. Mal kurz hier. Weil ich habe mir ja hier die Dinger so geholt, so ist es ja nicht. Schlossknacken Stufe 2 ist das hier, ist ja easy. Sehr gut, ich stehe im Weg. Oh. Soweit korrekt. Das ist soweit korrekt. So, wusste ich gar nicht, dass hier gleich auch noch so Zeug ist. Tablet im Ding. Ja, aber wie gesagt, ja, brauche ich diesen Bunsenbrenner, ansonsten komme ich hier nicht weiter. So, sehr schön. Mal zusehen, dass wir hier schnell wegkommen. Mal gucken, naja, natürlich kommen die Cops von der Seite. Das Schöne ist, diese Verfolgungsjagd ist so dermaßen spektakulär. Gucken, kommen die hier. Und ich kann hier auch nicht flüchten. Ah, ne, wunderbar. Weil ich mich ja noch aktiv in einer Verfolgungsjagd bewege. Aber die kriegen es nicht hin, wie ich sehe. Mir hinterher zu kommen. Naja, sehr schön. Das heißt, ich kann jetzt hier wieder zum Versteck. Das freut mir. Das freut mir, das freut mir. Die können also nur auf der Straße fahren. Das ist gut so. So. Ah, die Mikrowelle, die ich jetzt hier geklaut habe, irgendwie... Oh ja, die wird sogar gesucht. Na, wie bitteschön. Okay. Das habe ich jetzt aber hier dementsprechend ja auch bekommen. Notiz an den Fleck legen auf der 112. Okay. Muss ich mir die jetzt noch reinholen? Weil hier steht ja auch immer noch 3 von 5. Oder meint er als Tiefcontract als diese Aufträge hier?
Das ist halt immer so die Frage, was will er von mir? Aber wie ich fast sehe, ist das fast irrelevant. Weil steht immer noch 3 von 5. Und ihr habt das Ganze ja aber gerade. Obwohl Angriff? Nö, das hat er akzeptiert, das war alles cool. Okay, dann sind es diese Contracts hier. Okay, 21 Schlösser knacken. Jetzt ist die generelle Frage, lässt sich das Spiel so einfach verarschen? Ich habe meine Zweifel dran. Na, lässt sich natürlich nicht, ne? Wäre jetzt natürlich am einfachsten gewesen, das einfach so als Dummy-mäßig da halt zu machen, ne? Aber okay, gut. Dann werden wir da halt einfach nochmal ein paar Schlösser öffnen müssen. Ob wir wollen oder nicht. Das ist aber nicht das Problem, das kriegst du mal hin. Wird es halt nur ein bisschen sinnlos sein. Warte mal, stell ich mal die Karre hier ab. Und so weiter. Okay, der geht jetzt außer Haus, auch nicht verkehrt. Oder der geht hier hinten lang. Achso, ich habe einen Schlüssel dafür. Ja gut, das ist, hat natürlich jetzt nicht viel mit, mit Knacken hier zu tun, ist klar. Weil wir sollen ja einfach noch ein paar Schlösser öffnen. Alter, hier sieht's aus. Wie Sau. Das hier noch. Weil dann räume ich ja nebenbei mal die Bude mit leer. Ja, da kommt er nämlich auch schon wieder. Ist jetzt natürlich absolut kein Versteck hier, also kann man nur hoffen, dass er jetzt nicht hier reingeht. Aber scheint mir nicht so. Hier ist nämlich kein Point. Er schläft jetzt erstmal eine Weile. Und die zweite Person, die hier drin rumeiert, die habe ich noch nie gesehen, um ehrlich zu sein. So, gut. Dann würde ich mich aber hier gar nicht mal allzu lange drin aufhalten. Eine sehr wilde Nummer, das so im Schlafzimmer hier drinnen zu handhaben. Ach, hier können wir uns unten drunter verstecken. Der hat aber hier halt nicht weiter, ne? Das ist halt so das Traurige hier an der Wohnung. Ich meine, wir waren hier auch schon mal, ne? Das ist mir klar. Aber die Dinger spawnen ja auch immer nach, alle paar X-Tage. Ich meine, was halt relativ schnell nachspawnt, sind die Gelddinger und so, ne, ist ja klar. Genau, ne, hier ist ja jetzt auch nicht weiter gewesen, in der Küche war nicht weiter. Also jedenfalls nichts Relevantes hier. Ja, so eine Pfanne hier, oder so ein Depp eher gesagt. Das ist halt nichts. Ne, alles normal. Nee, könnten wir nur noch mal unten gucken.
ob da noch irgendwas Relevantes ist, aber ansonsten. Und die Schlösser knacken gilt auch immer noch immer. Also wenn ich es wieder verriegel, zählt das auch nicht mehr dazu. Ist schon ein bisschen frech. Muss man ja wirklich sagen. Ist schon ein bisschen frech. So. Hier ist aber auch nicht weiter. Dann sind wir hier erstmal in dem Fall durch. Gut, man könnte mal hinten rangucken. Da noch irgendwas Relevantes ist. Dafür habe ich ja hier einen Schlüssel. Oder ab hier mal wieder was nachgespawnt ist, sagen wir es mal eher so. Versteckter Gegenstand gefunden. $100. Oh, cool. Na, hier ist einfach nur noch mal das Geld gespawnt. Feini. So, nö, dann hat sich das hier. Hä, was ist denn das? Ach, hier, Beweglichkeitsstufe 2, stimmt, dass wir jetzt da mit Knopf schließen können und so. So, okay. Dann hat sich das hier erstmal erledigt. Hier drüben will ich jetzt nicht unbedingt rein. Dann machen wir erstmal kurz hier weiter. Aha. Dann müssen wir hier erstmal noch weitermachen. Ja, weil dann kann ich ja hier auch wieder. Ja, das zählt nämlich wiederum. Natürlich habe ich hier einen Schlüssel. Der ist ja blöd. Gut, da habe ich mittlerweile auch einen Schlüssel. Ich glaube, ich habe ja mittlerweile für die ganzen Buden einen Schlüssel, oder? Gut, das Haus ist ja leer stehen. Das ist sowieso irrelevant. Hier ist nochmal der Hund. Aber in der Bude war ich jetzt ja auch schon zum 100. Mal drin. Erkennung. Okay. Ich wäre eigentlich nicht gesucht. Oder kann ja eigentlich gar nicht gesucht werden, sagen wir es mal so. Sehr schön. So, da hätten wir schon mal Schloss 6. Aber hier habe ich auch schon alles leer geräumt. Also fast alles leer geräumt. Alles Relevante, sagen wir mal so, leer geräumt. Zigarettenschachteln kann man ja leider nicht nehmen. Bin ja auch schon wieder full. Ne, es gibt ja keine Dinger, die wir hier mit annehmen könnten. Okay, naja, die 21 Schlösser, das wird komplizierter als erwartet. Also wird wirklich komplizierter als erwartet. Beziehungsweise, das ist halt so eine Offscreen-Geschichte, die wir dadurch hier machen müssen. Ich fahre erstmal kurzerhand hier zum Versteck. Gucken wir, ob wir jetzt noch irgendwas fürs Darknet im eigentlichen Sinne haben. Und naja, ich habe 250 Items gestohlen. Das ist eine Errungenschaft in dem Falle wert. Ah ja, hier, Billigmixer, Mikrowelle. Stimmt, die Mikrowelle hat gefehlt. Sehr schön. Jetzt brauchen wir irgendwann mal noch einen Toaster. Gut zu wissen. Ein Toaster. Wertsachen, hier ist nichts. Sonstiges, ein Bohrer ist ja immer noch ohne grüne Vase irgendwann mal. Aber der Rest eher weniger der Fall. Occasion. So, akustische Gitarre geht dahin. Der Rest ist dann auch eher Blödsinn. So, dann verkaufen wir. Sehr schön. Und schon haben wir 10.000 auf dem Konto. Na, das ist doch wie ein bisschen schön.
So, ja, Jungs, Mädels, dann würde ich jetzt erstmal für mich sagen, ich mache jetzt erstmal hier ein bisschen Offscreen-Arbeit. Also sprich, ich sehe zu, dass ich hier irgendwie diese fünf Contracts da noch, also zwei Contracts abschließe. Das wird dauern, weil da werden wir, das wird einfach nur ein Try-and-Error-Ding, also es wird immer sich ein wiederholendes Ding sein. Das ist jetzt nicht so aufregend für euch. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es dann wieder um mehr Aufregendes geht. Also sprich, wenn dann das nächste große Ding ist, was wir noch nicht hatten in dem Fall. In dem Sinne, ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen wieder. Die Pause, wie gesagt, war jetzt nur eine kurze Pause hier dazwischen. Morgen geht es dann wieder regelmäßig weiter. In dem Sinne danke ich. Bis demnächst. Tschüssikowski. Tschüss.